Und da sind wir wieder zurück bei Dragon Age Origins. Wir haben Shale rekrutiert. Ja, Shale. Und den DLC Rückkehr zur, nach Ostagar abgeschlossen. Und ich bin soweit, dass ich jetzt sagen möchte, ich möchte mit der Hauptstory weitermachen. Und ihr wollt es wahrscheinlich auch. Und wir nehmen die Unbedingt. üblichen Verdächtigen Ja. mit. Ja. So, wir haben jetzt noch Orsama und den Brazilian Wald, den wir uns hier anschauen müssten. Für die Hauptquest und deswegen, wir gehen direkt nach Orsama durch. Ich habe noch eine Kleinigkeit zu erzählen und zwar habe ich eine relative Odyssee hinter mir. Origin und Steam prügeln sich um die Exe dieses Spiels. Ich habe es über Steam installiert gehabt und Origin hat dann gedacht, oh, das kenne ich, das ist eins von meinen, die Exe ist mir. Ja, cool, ich erzähle gleich weiter. Konzentriert euch, so wie wir es geübt haben. Und jetzt Feuer! Genau, und Origin hat also gesagt, das ist mein Spiel, das ist mein Spiel, das habe ich auch. Ich habe das Spiel nur einmal installiert. Und ja, jetzt mal, wenn ich Origin gestartet habe, hat Origin gesagt, hey, das ist meins. Das Spiel gibt es bei mir nämlich auch. Und jedes Mal, wenn ich dann Steam wieder gestartet habe, nachdem Origin sich die Exe gefallen hat, hat Steam gesagt, Datenfehler, Datenfehler. Verständlicherweise. Und ja. Auf jeden Fall. Musste ich das Spiel komplett deinstallieren. Musste es über Origin komplett neu installieren. Sonst ging einfach gar nichts mehr hier. Ja. Und jetzt muss ich, kann ich quasi nur spielen, wenn Origin im Hintergrund an ist und Origin verursacht. Also Origin ist so ein gammeliges Programm, ich mag es hinten und vorne nicht und es verursacht Ruckler und Lags und ich hoffe es läuft flüssig, wenn nicht, dann tut es mir leid. Gebt Origin die Schuld, ich nehme hier laut OBS mit 60 FPS auf. Ja, so. Ich bringe diese Schüler nach Radcliffe. Der erste Verzauberer sagt, ihr benötigt jeden Magiebegabten für den Krieg. Sie sind jung, aber ausreichend fähig. Es lebt aber nur noch einer davon, das weißt du schon, ne? Also... Disziplin und Konzentration. Der Meister sagt, wir können den... Ja, mir ist gerade eingefallen, ich habe mein Inventar nicht leer gemacht, aber wir haben in Orsama auch noch die Möglichkeit zu verkaufen und einzukaufen und wir reisen weiter. Aber es war echt, also es war, ja, ich wollte Origin eigentlich nur starten, um den zweiten Teil schon mal runterzuladen, weil mit meiner Internetleitung dauert so ein Download im Hintergrund ungefähr 2 Tage von einem vernünftig großen Spiel. Deswegen wollte ich Dragon Age 2 schon mal runterladen, weil ich gerne Dragon Age 2 nach diesem Projekt hier spielen möchte. Und je nachdem, wie viel ich in nächster Zeit zum Aufnehmen komme, wäre das dann relativ bald. Ja, und dann hat Origin beschlossen, hey, guck mal, das Spiel kenne ich und ich lade dir da was runter, ne, für das Spiel. Update und zack und ja. Okay, was ist denn da vorne für eine Party? Mach mal kurz mal diesen hier. Ja. Ich musste deswegen auch alle Soundeinstellungen und alles neu einstellen. Ich hoffe, es ist angenehm, nicht zu laut, nicht zu leise, gutes Mischverhältnis. In den Testaufnahmen war es mal so und... Ja, egal. Wir spielen weiter. Dachte schon. Ah, ich dachte, hier kommt jetzt so eine Cutscene. Na, dann grill ich euch doch einfach hier. Wir gar nicht vorbei. Ich werde Logan schon. Win, wir hatten das schon. Wenn alle aufs Maul bekommen haben. Ups, heile. Einmal die eisige Umarmung. Hier mal ein Leben. Du. Lässt du sein. Ist schon soweit, jetzt hat Taryn Logan also schon Kopfgeldjäger auf uns angesetzt. Aber ich kann euch beruhigen. Ich verstehe. Taryn Logan bekommt noch, was er verdient hat. Verrät uns, verrät seinen König und jetzt versucht er uns hier auf alle Wege loszuwerden. Aber gehen so nicht. Wir jetzt in den Untergrund? Der Gedanke, so viel Fels über einem zu haben, ist irgendwie beunruhigend. Ach, das ist gar nichts. Ich bin es gewohnt. Für Nadja ist das jetzt hier so ein Nachhausekommen. Ja, aber ich habe ja einige Sachen, die ich eigentlich nicht einfach so verkaufen wollte. Oh, verdammt. Aber ich kann nicht die ganze Gruppe ausrüsten. Okay. Was ich machen werde, ich gehe schnell zurück, verkaufe, rüste aus und wir sehen uns gleich hier wieder. Bis gleich.
Ja, ich bin ja gerade ins Lager zurück und wurde natürlich prompt von Liliana angequatscht. Und zwar hat sie gesagt, ich habe euch angelogen, was meinen Grund betrifft, Olle zu verlassen. Warum? Ich wollte zu dem Zeitpunkt nicht darüber reden. Was mir widerfahren ist, könnte auch uns betreffen. Es muss nicht geschehen, aber ihr solltet Bescheid wissen. Ich kam nach Ferelden und zur Kirche, weil ich in Orlais gejagt wurde. Gejagt? Weswegen? Mir wurde etwas angehängt. Mich hat jemand verraten, den ich zu kennen glaubte und dem ich vertraute. Marjolaine, meine Gönnerin und Freundin. Sie hat mich in der Kunst der Barden ausgebildet. Wie man mit Wort und Gesang bezaubert, wie man eine Adlige spielt oder auch ein Dienstmädchen. Was ich lernte, setzte ich ein, um ihr zu dienen, meiner Bardenmeisterin. Denn ich liebte sie. Und meine Arbeit bereitete mir Freude. Ihr habt also eure Pflicht erfüllt und seid dennoch in Schwierigkeiten geraten? Man könnte sagen, es war meine Schuld. Ich sollte einen Mann töten und Marjolaine alles bringen, was er bei sich trug. Ich wusste nicht, wer der Mann war. Sie gab mir einen Namen und eine Beschreibung und ich spürte ihn auf. Er hatte Dokumente bei sich. Versiegelte Dokumente. Ihr habt sie geöffnet, nicht wahr? Meine Neugier war zu groß. Irgendetwas sagte mir, dass ich wissen müsste, was auf diesen Papieren geschrieben stand. Marjolaine hatte alle möglichen Informationen über Orlais an andere Länder verkauft, darunter an Nevara und Antiva. Es war Hochverrat. Das ist für Baden doch täglich Brot. Für manche schon. Aber ich hatte immer angenommen, Marjolaine würde nur innerhalb von Orlais arbeiten. Eine sehr unangenehme Überraschung für mich. Als Bardin wusste ich, dass man seine Loyalität flexibel halten muss. Mich beschäftigte nicht, dass sie eine Verräterin war, sondern dass ihr Leben in Gefahr war, sollte man sie durchschauen. Orlais hat schon gegen viele Länder Krieg geführt und nimmt derlei Taten sehr ernst, wie ich später erfuhr. Was meint ihr damit? Ich hätte es einfach auf sich beruhen lassen sollen, aber stattdessen sagte ich Marjolaine, dass ich um ihr Leben fürchtete. Sie wischte meine Besorgnis beiseite und gab zwar ihre Schuld zu, behauptete aber, das sei alles Vergangenheit und deshalb müssten die Dokumente auch zerstört werden. Ich glaubte ihr bis zu dem Moment, als sie mir die Dokumente zeigten und ich sah, dass sie in ihrer Handschrift geändert waren und nun mich als Verräterin hinstellten. Was ist dann geschehen? Die Wachen von Orlais. Sie nahmen mich gefangen, taten mir Schreckliches an. Ich sollte gestehen und meine Mitverschwörer preisgeben. Ich ertrug die Strafe, die Verrätern zukommt, und am Ende wartete lediglich die Ewigkeit in einem namenlosen Grab auf mich. Wie seid ihr davongekommen? Was ich von Marjolaine gelernt hatte, erwies sich doch noch als nützlich. Ich floh, als sich die Gelegenheit dazu bot. Ich habe Marjolaine danach nicht aufgesucht. Hätte sie befürchten müssen, dass ich komme, hätte sie mich erneut gefangen nehmen lassen. Also kamt ihr nach Ferelden, nach Lothering. Ich wollte ihr gegenübertreten. Ich war zornig wegen ihres Verrats, aber was hätte ich gegen sie unternehmen können? Also floh ich nach Ferelden, zur Kirche und zum Erbauer. Ferelden schützte meine Person und der Erbauer rettete meine Seele. Und das ist der Grund für mein Hiersein, der wahre Grund. Keine Lügen mehr, zumindest nicht bei dieser Frage. Danke, dass ihr mir das anvertraut habt. Ich bin froh, dass ich diese Last los bin. Danke fürs Zuhören und für euer Verständnis. Jawohl. Hat uns kurz angelabert. Ich gehe trotzdem jetzt verkaufen. Wir sehen uns dann gleich vor den Toren Orsamas wieder. Bis dahin. Und da sind wir wieder. Willkommen zurück. Genau. Wir hatten das Gespräch mit Liliana. Das werde ich euch reingeschnitten haben. Und ansonsten haben wir verkauft und haben trotzdem nur 61 Lagerplätze frei. Schnief. Ja. Genau, was geht denn hier ab? Klatschmaul, Klatschmaul. Wir reden erstmal mit dem Erbauer sei Dank, dass mein Bruder und seine Familie es aus Lothering herausgeschafft haben. Er sagte, die Dunkle Brut habe am nächsten Tag angegriffen. Die Dunkle Brut hat Lothering eingenommen, oder? Ich weiß es nicht, aber da niemand dort war, um sie aufzuhalten, gehe ich davon aus. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis diese Kreaturen auch hierher kommen. Im Moment scheint sie niemand zu bekämpfen. Ja, weil er die Grauen Wächter als Verräter gebrandmarkt hat. Hey, eine Zwergin, ich bin nicht mehr die Einzige. Ich habe das Geschäft nicht angefangen, um auf meiner Ware zu hocken. Ja, ist ja gut. Es war für euch und eure Mutter sicher sehr schwierig, Morrigan, euch ständig vor der Kirche und ihren Jägern zu verstecken. Euer mitleidvoller Ton ist ebenso unangebracht wie überflüssig, alte Frau. Unser Leben war in keinster Weise von Schwierigkeiten geprägt.
Aber hin und wieder ist doch sicher jemand auf euch aufmerksam geworden. Und macht hin oder her, niemand will den vollen Zorn der Kirche auf sich lenken. Bisweilen kamen Jäger in die Wildnis. Sie gingen nie wieder fort. Und das hat nie das Interesse der Kirche geweckt? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Es gibt sicher vieles, was ihr kaum glauben könnt. Etwa, dass ihr selbst eine Hundeleine tragt und das auch noch schätzt. Es gibt gute Gründe dafür, dass die Welt Magier fürchtet, obgleich wir die besten Absichten haben. Eure besten Absichten vielleicht. Mich geht diese Furcht nichts an. Ja, die zwei sind natürlich auch nicht ganz zu grün. Wir reden mal mit Schüler Starrick, der hat einen Namen, der muss wichtig sein. Was kann ich für euch tun? Ah, ich habe hier eine Nachricht von eurem Meister. Das dürfte interessant sein. Welch ein Stil! Der Mann ist wahrhaftig ein Gelehrter und Rhetoriker. Von einem solchen Mann seiner Pflichten enthoben zu werden, ist eine Ehre. Einen schönen Tag noch. Okay. Aaron? Oh, ihr wolltet mit mir sprechen? Wahrlich sehr höflich, dass jemand mit so vielen Waffen einen unbedeutenden Händler überhaupt bemerkt. Habt ihr eure Kaste verloren, als ihr Orsama verlassen habt? Es geht euch zwar nichts an, aber ich wurde wie mein Vater an der Oberfläche geboren. Wir hatten nie eine Kaste, die wir verlieren könnten. Die Versammlung sagt, wir hätten dem Stein den Rücken gekehrt. Aber unsere Ware nehmen sie uns trotzdem ab. Heuchler, allesamt. Vielleicht wird es anders, bis meine Kinder erwachsen sind. Wart ihr jemals im Inneren von Orsama? Zweimal jährlich. Ich habe nur einen Stand im Ständeviertel. Aber ich bekomme genug damit. Es ist sehr, in sich abgeschlossen. Mein Großvater sagt, ich hätte das Gefühl für den Stein verloren. Ich wurde oben geboren und erinnere mich nicht, es je gehabt zu haben. Schon gut, ich sollte jetzt gehen. Dann viel Glück. Genau, das hatten wir am Anfang schon. Zwerge, die nicht in Orsama geboren werden, sind Oberflächenzwerge wie er hier. Und ja, Orsama hält da nicht so viel drauf. Generell finde ich das ganze System in Orsama ein bisschen, also, finde ich nicht gut, sage ich mal so. Der so Tertornas, guck mal. Ja? Ich bin hier im Namen der Blackstone-Freischärler. Oh, worum geht es? Tja, ich habe gehört, ihr hättet der Gilde Vorräte gestohlen. Es ist traurig, mit ansehen zu müssen, wie ein grauer Wächter manipuliert wird. Aber mir fehlt die Zeit, es euch zu erklären. Lasst uns dem grauen Wächter eine Lektion in Vertrauen erteilen, Männer. Keine Ahnung, ob wir manipuliert werden, wie wir manipuliert werden. Aber nein, wir hauen ihn aufs Maul auf. Der Ausschlag ist richtig, richtig laut. Ich weiß leider nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso es immer so laut ist. Ich habe eigentlich nichts geändert. Der einzige Unterschied ist eben, dass Origin und Steam hier diese kleine Orgie gefeiert haben mit der Echse von dem Spiel. Ach, Mann, Mann, Mann. Okay, ja, gut. Und dann reden wir noch mit Farin, hat auch einen Namen. Kann ich euch für etwas begeistern? Ich habe die beste Auswahl an gebrauchten Rüstungen und Waffen diesseits von Val Royo. Gebraucht? Warum sollte man Wucherpreise für neue Ausrüstung bezahlen, wenn man fast neue Ware viel, viel billiger bekommen kann? Woher habt ihr diese fast neuen Rüstungen? Von hier und da. Aber das ist ja auch unwichtig. Das Entscheidende ist, dass sie billig sind. Und ebenso gut wie die Arbeiten, die man in einer Schmiede bekommt. Lasst mich mal sehen. Aber natürlich. Und vergesst nicht, dass ihr auf jedes Stück Farins lebenslange 24-Stunden-Garantie bekommt. Lebenslang 24 Stunden. Läuft. Ich will eigentlich hauptsächlich die Rezepte angucken. Aber der hat keine, die mir da gefallen. Und auch sonst ist da jetzt nichts unbedingt dabei, wo ich sage, boah, geil, toll. Nö, nö, lass mal. Okay, dann haben wir draußen, glaube ich, mit allen gesprochen, die einen Namen hatten und relevant sind. Und ich switch mal wieder zurück zu Nadja. Ja, und dann mal rein da. Viata! Dieses Land wird von den unabhängigen Zwergenkönigen verwaltet. Ich kann euch derzeit den Zutritt nicht gewähren. König Logain verlangt die Unterstützung der Dashiers oder Lords oder wie die in eurer Versammlung eben heißen. Ich bin sein offizieller Bote.
Ihr könnt auch der Fußabstreifer des Königs sein. Nach Orsama kommen bis zur Klärung der Thronnachfolge nur die von unserer Art. Ich habe wichtige Geschäfte in Orsama. Keine wichtigeren als die meinen. Eure Geschäfte müssen warten. Orsama will keinen Einfluss von außen, bis die Thronfolge geregelt ist. Keiner darf hinein. Ich wurde in Orsama geboren. Lasst mich vorbei. Jeder Zwerg, der sich für die Oberfläche entscheidet, schließt sich damit selbst aus. Ihr solltet keinen niemand passieren lassen, wenn ihr Logans Boten zurückweist. Moment. Seht mich mal an. Ihr seid der Markling, der das Tornai entehrt hat. Ihr wisst wohl noch nichts von unserer Tragödie. Orsama hat keinen König. Andrin Idukin ist vor 3 Wochen aus Trauer über den Verlust seiner Söhne zum Stein zurückgekehrt. Die Versammlung konnte sich auch nach einem Dutzend Wahlgängen nicht über einen Nachfolger einigen. Wenn das nicht bald geklärt wird, droht uns ein Bürgerkrieg. Ich bin ein grauer Wächter. Dieser Vertrag verpflichtet Orsama dazu, mich zu unterstützen. Die Wächter haben König Kaelin getötet und Ferelden beinahe in den Untergang getrieben. Sie sind erklärte Feinde von König Loghain. Wein leiser. Nun, das ist das königliche Siegel. Nur die Versammlung darf es brechen. Grauer Wächter, ihr könnt passieren. Ihr lasst eine Verräterin passieren? Wie habt ihr sie genannt? Dreckiger Markling? Ich verlange im Namen von König Loghain, dass ihr diesen Fleck auf Fereldens Ehre hinrichtet. Loghain ist der Verräter, der König Kaelin bei Ostergar getötet hat. Was? Oh, Lügen, Verleumdung! König Loghain wird das nicht hinnehmen und ich auch nicht. Ich bin sein Bote. Bekämpft einander, wenn ihr meint, aber nicht direkt vor meiner Türschwelle. Ich werde einfach immer die Wahrheit sagen. Ich werde weiterhin die Wahrheit sagen, dass es Loghain war. Ich nehme da auch kein Blatt vor den Mund. Ja. Können wir machen, was wir wollen? Oh, Quinn, was ist denn hier passiert? Ist aber nicht so gut, was hier gemacht wird. Ich habe gesiegt. Ich muss hier auf meine Leute wieder aufpassen, oder ist es doch zu spät? Nein, hat doch gereicht. Hat gerade noch so gereicht. Tja. Loghains Boote hin oder her, ne? Umfallen tun sie alle. Und dann looten wir hier noch ein bisschen. Keine Ahnung, was das gerade war, Win, aber dankeschön. Warum castest du außerhalb des Kampfes noch Sachen? So, lasst ihr mich jetzt rein? Ihr habt mir einen Dienst erwiesen. Dieser Imrek hat hier schon eine ganze Woche lang rumgebellt. Sind alle Menschen so dämlich? Ihr könnt Orsama betreten, Grauer Wächter. Obgleich ich nicht weiß, ob ihr dort Hilfe finden werdet. Egal, Hauptsache drin. So, wir sind zurück in Orsama und wie ihr schon mitbekommen habt, normalerweise dürfen Oberflächenzwerge oder Zwerge... Oh, es ist großartig. Das müssen die Statuen der Paragons. Ich bin ja gerade am Reden. Geht's noch? Werden. Aber wir müssen eure neue Position respektieren. Danke. Dass Zwerge, die sich dafür entschieden haben, Orsama zu verlassen, nicht mehr willkommen sind. Mit einem armen alten Mann? Könnt ihr für einen alten Mann etwas erübrigen? Ich würde dir gerne was geben, aber das Spiel lässt mich nicht. So, ich sammle jetzt hier mal ein bisschen... Wird erledigt. Die Codex-Einträge. Paragons. Ja. Ich glaube, es reicht. Das schon. Ist wahre Schönheit. Sehr schön. Wenn du Branka nacheiferst, wird ganz Orsama deinen Namen geben. Genau, die Paragons sind quasi Helden der Zwerge, die irgendwas Wichtiges glaubt erledigt haben. Glaubt ihr, der Turm haben? Wird je wieder so werden wie früher, Win? Ich weiß es nicht. Es sind viele dabei gestorben. Wenn so eine Wolke über allem hängt, stelle ich mir einen Wiederaufbau über Jahre hinweg sehr schwierig vor. Werdet ihr wieder dorthin gehen? Wegen des Wiederaufbaus, meine ich. Oder habt ihr damit abgeschlossen? Das kann ich nicht sagen. Selbst wenn ich die Verderbnis überlebe,
Ich bin eine sehr alte Frau, Alistair. Warum? Wegen der paar grauen Haare? Ihr seid eine großartige Frau, Wynn. Ihr habt das alles kommen sehen. Ihr überschätzt die Zahl der Jahre, die mir noch bleiben. Aber womöglich habt ihr recht. Vielleicht sind auch die Erinnerungen an die dortigen Ereignisse zu stark, um ihnen erneut zu begegnen. Ich kann mir das kaum vorstellen. Es freut mich, dass jemand derart an mich glaubt. Wenn ich mich selbst doch nur auch so sehen könnte. Das wäre wirklich ein Gewinn. Ach, Wynn. Ja, wir nehmen den Auftragsbericht hier mit und da würde ich aber sagen, mit Blick auf die Uhr, ich habe jetzt natürlich relativ viel rausgeschnitten, weiß nicht mehr genau wie viel, aber ich denke, 20 Minuten haben wir trotzdem zusammen und ja, ich beende die Folge an der Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wieder dabei seid und wir Orsama tatsächlich betreten, das Ständeviertel betreten und nicht nur die Halle der Paragons. Bis dahin, ciao, ciao.